Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Synergy bzw. Half-Life 2 im Koop-Modus und wir schauen mal, ob wir jetzt hier ein bisschen besser durchkommen. Ich bin übrigens auch dabei. Genau, Lama ist wieder mit dabei. Ja, kannst dich ja selber vorstellen, bist ja... Ja, du hast mich nur wieder vergessen, also echt schlimm mit dir. Kameradenschwein! Ich hab doch recht, oder? Einen Moment, ich lege ein paar Ladungen und spreng das hier auf. Mal gucken, was dann jetzt hier wieder hinkriegen. Oder mal überhaupt hinkriegen. Ich hoffe doch. Ich glaube, wir können im Stand im Gear echt nicht so viel machen, weil direkt halt die Manzsplitter von hinten kommen. Ja. Ja, relativ bald dann halt. Jetzt passt übrigens auch alles mit der Framerate. Okay, ich bin fast tot. Das passt nicht so. Nein, ich muss nachladen, nachladen. Ja, jetzt. Ja. Hat das Schussfeld gelaufen? Alter! Oh mein Gott. Das war's. Ja, so eine Scheiße. Ich glaube, hier hinten können wir uns einigermaßen verstecken. Ja, meinst du, wir sollten uns... Jo, könnten wir ja testen, ne? Hier hinter dem Ding. Ich habe halt nur Angst, dass die dann Granaten werfen, ne? Die kannst du theoretisch, kannst du ja mit der Gravity Gun zurückschmeißen. Aha. Ja, PC, dann würde ich echt sagen, wir bleiben hier hinten. Ich gucke, ob ich vielleicht am Anfang hier ein bisschen was wegmachen kann und ziehe mich dann zurück. Alter! Also es ist definitiv schon mal irgendwie besser. Mhm. War echt eine gute Idee. Ist ja auch von mir. Oh! Side Night! Ja! Oh, da kommt jetzt ein bisschen was. Komm! Na, willst du mal raten, welcher Let's Player sein Handy mal wieder laut hat? Du kennst ihn. Ja, den kennst du auch, aber ich meine doch jemand anders. Oh Gott. Ja, müssen nur ein paar Sekunden durchhalten. Könnte knapp werden. Ja. Ach jetzt, nein! Scheiße! Das war jetzt aber voll und ganz mein Fehler. So ganz nebenbei, du nimmst ja die Zeit jetzt mit auf, ne? Ja, genau. Ach gut. Ich hab doch recht, oder? Einen Moment! Ich lege eine Ladung und spreng das hier auf. Die Menschen, das triffst du halt mit dem Ding halt nicht. Das ist etwas nervig. Jetzt komm doch mal her, du blödes Ding. Na doch, du triffst die Menschen schon recht gut. Oh, der spielt sich natürlich mal wieder selbst nicht los. Naja, noch geht's, stimmt. Oh. Alter. Das ist halt ungünstig, weil ich jetzt auch gleich drauf gehe. Das liegt an der Latenz, Pisi. Das liegt an der Latenz. Ganz klar. Da ist zu viel los. Nee. Na, wir schaffen das jetzt aber gleich. Ja, ich denke schon. Die halten einfach zu viel aus. Also das ist irgendwie normal, sie halt mit einem Schuss weg. Ist halt etwas ungewohnt hier. Da wir halt noch leben, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gordon Freeman? Ich hab doch recht, oder? Gut, dann versuche ich mit der Gravity Gun einfach mal die Menschen im Anschnitt bei dir abzuhalten. Ja. Und dann gucken wir mal.
Ja, wie gesagt, das haben wir vorhin schon mal. Vielleicht geht es hier so rum besser. Mal gucken. Ja, in Entfernung geht es halt noch einigermaßen. Das sieht doch gut aus. Ja, dann mal weg. Doch ja. Dran. Toll, jetzt haben wir die Granate geworfen. Weißt du, ich... Ist da wieder kein Leben mehr? Da ist noch Leben. Kann ich auch. Oh, ich habe nur einen erwischt mit der Granate. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch abnormal. Okay, da auch Munition hier. Jetzt zerlegt's hier gleich, oder? Hm, das ist günstig. Was, ich habe jetzt nur einen mit der Super... Ach, das ist doch echt scheiße. Ich habe gar keinen getroffen. Ja, ich hab's jetzt eigentlich gleich erledigt. Ich hab jetzt noch 3 HP. Ich hab 14, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder nicht klappen. Alter! Was ist denn die so krass drauf? Das gibt's doch nicht. Oh, ja, das war's. Besser nicht, woran ich das erinnert. Das gibt's doch nicht. Ja, irgendwie. Wir haben's. Ich weiß nicht. Die halten halt deutlich mehr aus als im normalen Singleplayer und ich glaube, das ist halt hier das Problem. Also das heißt, wir bräuchten quasi eigentlich mehr Spieler. Nee, dann halten ja noch mehr aus. Ach so. Ich weiß nicht, was hier für ein Dings. Ich weiß nicht, können wir irgendwie die Geschwierigkeit noch runterstellen? Na, mit diesem Difficulty wahrscheinlich schon. Ja, mal gucken. Also zumindest habe ich vom Singleplayer nicht mehr so, also nicht mehr so krass in Erinnerung, dass die Gegner so übelst viel aushalten. Nee, das habe ich also auch nicht so in Erinnerung. Da war jetzt eine Granate. Ich treffe halt hier die Spackos durch die Autos nicht. Für uns aber schon einigermaßen. Ja. Jetzt bin ich gleich weg. Eben. Also bei mir läuft's noch. Das hat sich absolut nicht gelohnt. Ich habe genauso viel wie am Anfang. So. Nein. Nein! Willst du mich verarschen? Ich guck mal, ob ich hier die, die Schwierigkeit umstellen kann. Das ist glaube ich, normal. Schon auf einfach. Ja. Ja gut, das können wir nicht mehr voten. Scheiße, ey. Aber normal müssen wir das doch eigentlich hinkriegen. Ja eben, das ist doch eigentlich sonst nicht so schwer, also komm. Ja. Also wie gesagt, ich habe halt, die sind halt deutlich schwieriger als sonst. Also Singleplayer-Mund. Oder die treffen einfach besser, ich hab, oder machen mehr Schaden, irgendwas ist da. Oder alles zusammen. Ja, wahrscheinlich alles zusammen hier. Ja. Oh Gott, jetzt hänge ich hier in diese scheiß Fässern drin, das ist falsch drum. Sind halt für mich wieder eine ganze Menge Manhacks. Jawohl. Ja. Bin gleich tot. Ja, es geht noch so 45. Habe ich noch? Schau mal, ob hinter mir noch ein Medkit irgendwo ist. Eins, ja. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot. Ja gut, ja. Ich bin gerade beim Reinlaufen, habe ich auch. Ja, das können wir halt nicht knicken hier.
Spaß. Oh, der hat Leben fallen gelassen, die nett. Wie überaus hilfreich. Zumindest für eine Sekunde hat es dann gebracht. Oder was gebracht. Ja gut, vielleicht müssen wir einfach Folgendes machen. Wir versuchen die erste Welle hier mit dem Ding hier abzuschweren. Ihn nach ein paar Sekunden hinter. Dann ich mach die kümmere schon ich mich um die Mannschnitte. Jetzt bin ich reingelatscht ins Medkit, scheiße. Ja, wenn du jetzt was brauchst, ist es ja nicht verkehrt. Ich bin, wie gesagt, ich kümmere mich um die Mannschnitte, du kümmerst dich dann mit der Shotgun um die Leute, die um die Ecke rennen. Ja. Und dann beten wir halt einfach, dass wir keine Granate abkriegen. Das wäre vielleicht eine Idee. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir haben ja Zeit. Sind ja erst 10 Minuten dran. Ja, immerhin kriegen unsere Zuschauer hier fette Gefechte zu sehen. Also, ja, immer wieder die gleichen. Hier gibt's was zu sehen. Dass noch mal einer sagen, nö, ist voll langweilig und so. Ja, ja. Das ist Action pur. So, ich würde sagen, so, dass wir vielleicht jetzt demnächst schnell mal Rücktritt antreten sollten. Ich bin Rücktritt schon tot. Passt. Oh. Ja, wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass sie halt wesentlich besser zielen als beim normalen Spielen. Ah, da bin ich wieder. Gut. Das war jetzt. Das war die falsche Waffe. Rutsch. Wie lange braucht ihr da hinten, sag mal? Alter. Nur einen. Nee, das kannst du knicken. Sehr gut. So, jetzt läuft es doch langsam. Oh, da hinten liegt Leben rum. Oh nein! Was war das denn jetzt? Eine Granate. Nein! Ah nee, ich glaube, das Ding ist gesprengt worden. Wir müssen... waren jetzt zu nah dran, oder was? Ja. Oh. Das ist doch ein Witz, was will man denn da bitte machen? Ja. Ja, ich krieg die Kritze. Ich krieg echt die Krätze, weil die Idee war definitiv besser als vorhin. Ja, vor allem, dass er jetzt auch keine Ansage macht, wegen, ja, ich spreng jetzt oder so. Ja. Vielleicht sollen wir das riechen. Und dann sind wir Gordon Freeman. Hm. Heißt, wir sind sowas wie Superman. Im Half-Life-Universum. Das natürlich auch. Wie gesagt, die treffen mich halt hier viel zu oft. Die ganzen Formbeine, ja, ich bin weg. Die holzen da viel zu stark rein. Oh Gott. Du hast eine Waffe da an. Nein! Dürfte aber auch gleich wieder da sein. Das ging jetzt schnell. Ja. Wie gesagt, sobald das Weißen hast du halt keine Chance mehr, weil die halt direkt wegballern. Oh, die sind aber echt hart. Ja. Mann, 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 Mann. Also mir fällt ja ehrlich gesagt auch jetzt nichts Besseres ein. Nee, das ist irgendwie... Wir können hier an dem Ding... Moment mal. Nee. Oder? Kann ich das jetzt noch... Ich guck grad. Ja, natürlich, es würde gehen. Ich sehe halt dann absolut nichts mehr. Ja, das ist das letzte Problem. Halt zwischendurch immer mal wieder. Nee, das bringt nichts, da kann ich nichts abschießen. Ja, und jetzt gehen auch gerade die Fässer wieder hier explodiert bei mir in der Ecke. Alter! Da ist noch einer.
Ja, ich hab das Gefühl, so ein bisschen besser geht schon, aber irgendwie. Ne, jetzt hat der mich im Visier und ich bin direkt weg. Aber so gut wie. Ich schieße jetzt mal nur noch geduckt. Guck mal, wie noch was trifft. Nee, nicht wirklich. Eine noch, okay. Bin tot. Ja, ich auch gleich. Wahrscheinlich stirbst du jetzt durch die Explosion da hinten. Ah, ja, du bist wieder da. Und wieder weg. Nein. Ich würde da rausgehen. Ich glaube, der sprengt das gleich. Na, ja, hat sie erledigt. Was das denn jetzt, bitte? Ja, das ist halt echt übel. Also da. Ich weiß nicht, was wir da noch machen sollen, um ganz ehrlich zu sein. Wir könnten höchstens mal das Zeug. Ich glaube, das ist ziemlich gefährlich. Ja, genau, das ist gut, dass wir die mal weg, weil die, da hat mich, das kostet mich halt auch mal so 20, 30 Leben, weil die halt direkt neben mir explodieren. Mhm. Besser, aber. Ja, noch. Aber die Massen da hinten gehen mir echt auf den Sack. Ich kann. Ich komm nicht ran. Also ich kann nicht auf die schießen. Okay, ich mach Besuch und bin weg. Ist einer durch. Moment. Nein, das war jetzt falsch. Ja, und jetzt war's das. Ich versuche halt einfach irgendwie blöd rumzuspringen, ja, ja. So gut es geht. Ja, noch bringt's ja was, da bin ich, okay. So, ich glaube, jetzt wird mal raus. Ja, yeah, das hat wenigstens gesessen. Gut. Ich gehe wieder ins Geschütz zurück. Ja, genau, wir hätten uns, glaube ich, wir müssen darf uns halt nicht reindrängen lassen. Du hast ja das gerade gesprengt? Ich weiß es nicht. Ich bin gleich tot, bin tot. Ja, es ist 3G. Holy shit. Meine Güte. Das geht hier natürlich nicht. Vielleicht kann man sie umgehen. Da? Oh. Puh. Das war ja mein Gefecht, ey. Warte mal, wir sollten vielleicht Munition jetzt holen, oder? Da drin sieht's schlimm aus. Gut, dass sie den Anzug haben. Da sind, glaube ich, noch Gegner draußen. Oh! Ja. Ich gehe da mal weiter. Mach mal. So. Wie es hier aussieht. Ah, da ist was. Eben. Ach ja, jetzt können wir hier wunderschön drüber hüpfen. Was sagt denn unsere geliebte Zeit? Die Zeit sagt, wir könnten aber auch eine Folgenpause machen. Na, dann würde ich 20 doch sagen, Minuten sind. Dann können wir das doch machen und dann springen wir in der nächsten Folge hier natürlich wie Gazellen drüber. Genau. Wie eine Bergziege. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ciao.